Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video wollen wir mal wieder ein Bild in Lightroom bearbeiten. Ich habe da schon ein Bild vorbereitet, deswegen fackeln wir nicht lange, gehen wir runter auf den Desktop. Bis gleich. So, hier sind wir nun auf meinem Desktop. Ich habe hier schon ein Eichhörnchenbild vorbereitet, welches ich heute am Sonntag geschossen habe, und das möchte ich jetzt mit euch bearbeiten. Es war sehr, sehr windig, also das sieht man, denke ich mal, auch an dem Bild hier. Ohren und der Schwanz überall durch die Gegend am Fliegen und so. Es war schon ganz schön heftig. Deswegen war es auch nicht so einfach, die Kamera stillzuhalten. Aber wir bearbeiten das jetzt mal und dann schauen wir mal weiter. Gut, ich habe hier natürlich jetzt meinen Standard, sage ich mal, ähnlich wie Grundeinstellung, nur halt als Preset. Ich weiß nicht, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, das ist dieses Wildlife Toolkit, womit ich arbeite. Also ich arbeite mit dieser Seite hier eigentlich so gut wie gar nicht. So, ich klicke drauf. Wie ihr seht hier, das wird alles hier zurückgesetzt. Das wird dann jetzt hier halt direkt wieder aktiviert, aber die Schärfe bleibt auch weg. Dann setzen wir die Belichtung vernünftig. Dann natürlich die Shadows und die Highlights. Ach, aber ihr könnt ja, denke ich mal, selber das auch lesen. Und dann machen wir jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Color Punch und Schärfe. Als nächstes kroppen wir das Bild. So, und zwar werden das auch noch mal ein bisschen drehen. So ungefähr. Halt noch ein wenig kleiner. Also, dass er nur da drauf sitzt. So gefällt mir das. So, jetzt. Ja, ich lese euch das jetzt nicht alles vor, ne? Könnt ihr euch ja dann selber anschauen. So, jetzt müssen wir noch die Belichtung von dem Motiv einstellen. So, maskiert hat er das. Tiefen standardmäßig setze ich immer auf 20. Funktioniert eigentlich meistens. Und dann ziehe ich das Schwarz wieder ein bisschen nach oben, damit hier das nicht absäuft. Auf 10 ist in Ordnung. Weiß ziehen wir dafür hier ein bisschen nach unten. Setzen wir auch auf 10. Und die Lichter werden wir noch ein bisschen abdunkeln. Gut, dann haben wir die Belichtung gesetzt. Jetzt macht er hier das nochmal separat. Ja, hier werden wir auch etwas nehmen. Schauen wir mal. Morning. Ja, das passt eigentlich zu dem Wetter. So, als nächstes kommt jetzt der Kontrast. So, den setze ich auf plus 1. Und dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Jetzt wird die Belichtung nochmal eingestellt. So war Standard. Müssen wir doch ein bisschen nach oben gehen. So, dann den Kontrast nochmal separat. Das seht ihr auch hier, dass sich das dann halt hier ändert. Jetzt die Highlights. Ich würde sagen so. Die Shadows. Würde ich sagen, reicht soweit. Schwarzpunkt. Ja, mach mal einen höher. Und jetzt noch weiß. Ja, ist zu viel. So. So, und jetzt kommen eigentlich nur noch die Effekte. Mehr oder weniger. Also HSL, Color Grading und auch hier Kalibrierung. So, jetzt suche ich mir da halt was Schönes zu raus.
was mir zumindest gefällt. Falls ich hiervon was nutze. Ja, ich würde sagen, das. So. Da tut sich nicht viel. Nee, das ist zu viel. Das würde ich machen. So, jetzt könnte man hier zum Beispiel Orange and Teal machen, aber da stehe ich nicht so drauf. Deswegen mache ich hier den Winter, weil wir haben ja noch Winter. Und dann wählen wir den. Und als letztes noch die Dynamik etwas erhöhen. Und dann sind wir damit eigentlich schon so gut es geht durch. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Hintergrund. Da werden wir dann erstmal subtrahieren. Objekte. Das ziehen wir mal hier raus. Das soll er da nicht mitnehmen. So, dann Struktur minus 80 und Klarheit minus 50. Hätten wir das auch. Und dann können wir das auch schon nach Photo AI schicken. Ich hoffe, da gibt es jetzt heute nicht schon wieder eine neue Version. Mal hin. Ach so. Das hat er jetzt natürlich auf den anderen Bildschirm gelegt. Ziehen wir das Ganze hier mal rüber. So. Und dann lassen wir mal kurz rendern. Rauschen reduziert er. Das reicht auch vollkommen. Aber ich finde, da macht er ein bisschen zu viel in den Details. Gehen wir mal ein bisschen runter. Ja, weil das ist doch schon ganz schön viel hier. So. So ist dann in Ordnung. Dann können wir es wieder zurückschicken. Eine neue Version gibt es nicht. 1.1.7. Das war, glaube ich, sowieso gestern oder vorgestern. Hatte ich da wieder ein Update. Aber heute nicht der schnellste. So, dann schauen wir uns das Bild mal an. Also die Schärfe ist schon echt heftig. Also schon echt zu viel des Guten. Aber das war von Anfang an schon sehr scharf. Gut, dann werden wir jetzt hier ein leichtes Rauschen hinzufügen. Und dann suchen wir uns hier eine passende Vignette aus. Diese hier würde ich sagen. So, dann heißt es nur noch Bild exportieren. Ich glaube,
Ich muss hier nochmal gucken, weil ich glaube, ich hatte irgendwo was geändert. Ne, habe ich doch nicht. Ne, habe ich doch nicht. Ist okay. Exportieren. Ja, damit haben wir das Bild fertig bearbeitet. Ich werde das dann im Abspann auch nochmal in groß euch zeigen. Und je nachdem, wie die zwei kleinen Filmchen geworden sind in dem stürmischen Wind, werde ich diese auch noch anhängen. Ansonsten abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.